Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Orphan Box von Swizz und die anderen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Orphan von Swizz und die anderen, das Ganze am 5. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl! Das neue Album von Swizz und die anderen kommt hier in so einer quadratischen Box. So sieht das aus. Wir werden als allererstes mal die Folie aufmachen. Einmal hier aufschlitzen. Und dann kann es auch schon losgehen. Der Albumtitel Orphan, der kommt aus dem Englischen. Und der heißt so viel wie Waise bzw. Waisenkind. Und hier oben lesen wir einmal das Label, Missglückte Welt präsentiert. Dann haben wir hier unten Swizz und die anderen und Orphan stehen. Und ich glaube, das hier auf dem Cover soll auch genau das hier sein. Also das Waisenkind, der weise Orphan, sehen wir hier auf dem Cover mit geröteten Augen, schwarzem Missglückte Welt Tuch im Gesicht und einer schwarzen Kapuze. Sieht auf jeden Fall aus, als wäre hier jemand ziemlich aggressiv oder ziemlich hasserfüllt, nennen wir es mal so. Also es sieht nicht allzu freundlich aus, das Gesicht. Auf der Seite komplett in schwarz, rundum. Und auf der Unterseite haben wir wieder den Schriftzug, dann haben wir hier einen Barcode und die beteiligten Labels. Gut, dann schauen wir mal rein. Das Ganze gab es auch in einer anderen Variante, also es gab diese Box in zwei verschiedenen Versionen. Einmal die, die ich habe und einmal die mit Shirt und Tourticket. Die hätte sogar 10 Euro mehr gekostet. Ich habe mich in diesem Fall hier für die Box mit der Cap entschieden. So, die Box von innen weiß und hier haben wir den Inhalt. Als erstes haben wir hier einmal einen Patch, einen Orphan Missglückte Welt Patch. Dann natürlich die angesprochene Cap, dann ein Stickerpaket, ich glaube 30 Stück sind es hier, wenn ich richtig informiert bin, und zusätzlich natürlich das Album an sich, das kommt ja im Digipack. Ja, wir packen die Box mal wieder zu, wie gesagt von innen hier alles weiß. So, machen wir mal zur Seite und dann starten wir natürlich mit dem Album an sich, das ist ja auch nochmal separat verschweißt worden. So. Wunderbar. Also, das ist das Album. Cover ident wie auch schon auf der Box. Allerdings lesen wir hier noch zusätzlich Tape. Wir schauen mal ganz kurz. Ja, genau. Auf der Box war das nämlich nicht der Fall. Also hier lesen wir Orphan und hier Orphan Tape. Das hat man hier hinzugefügt. Auf der Seite in weiß lesen wir hier Swizz, die anderen, Orphan und dann hier links und rechts nochmal das Logo von Missglückte Welt. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. So, 11 Tracks haben wir hier am Start. Features kommen von Diggin, Joey Bargeld, Mortis, Mal Elef, Visi, Shoki und Ferris. Die beiden letzten hier ja auch bei Missglückte Welt. So, beteiligte Labels, Barcode hier oben links. Okay, also das Album gibt es auch regulär zu kaufen, nicht nur in der Box. Dann schauen wir ins Innenleben. Orphan, Missglückte Welt. So, auf der rechten Seite haben wir einmal das Booklet. Das kommt hier in dieser, in so einem kleinen Steckfach, in dieser Stecktasche. So, das Cover hier auch wieder drauf, klar. Dann geht's hier los und wir haben hier Lyrics. Wunderbar. Also die einzelnen Tracks hier Wort für Wort abgetippt zum Mitrappen, zum Nachlesen. Eine Kinderzeichnung, ein brennendes Haus. Vielleicht von dem weißen Kind. Hier geht's dann weiter. Lyrics ohne Ende. Weitere nette Kinderzeichnungen. So sieht's aus. Also sehr blutrünstig, diese Zeichnungen. Dann Swizz und die anderen, hier alle gefesselt und geknebelt,
Na, beziehungsweise, die vier Herrschaften haben hier den Mund verklebt. So ist es offensichtlich nicht. Auf jeden Fall stabile Oberarme. Weiter geht's. Lyrics ohne Ende, Kinderzeichnungen. Also ein sehr passendes Artwork hier zum Albumtitel. Dann nochmal hier das Foto, allerdings in seinem ja, Schwarz-Weiß-Bleistift-Stil. Und dann lesen wir hier noch die Credits zum Album. Also alle, die hier mitgewirkt haben, sehr schön. Und damit war es das im Booklet. Wenn wir alles rausnehmen, sowohl Booklet als auch die CD, dann haben wir auch nochmal den wunderbaren Schriftzug in Schwarz. Das ist dann die CD in Schwarz und Weiß. Und die findet hier mittig Platz. So, dann kommen wir wieder zum Booklet, stecken das rein. Und weiter geht's. Als nächsten Boxinhalt haben wir dann hier diesen Patch. Der kommt quadratisch. O-R-P-H-A-N, also der Albumtitel. Darunter Missglückte Welt, wobei hier das I mehr wie eine 1 aussieht. M1. Und das kann man sich dann auf die Kleidung, auf den Rucksack, wo auch immer machen. Eventuell auf die Cap, wobei da steht es eh schon drauf. So, die Cap, das ist die hier, kommt in Schwarz komplett mit weißem aufgestickten Orphan-Schriftzug hier vorne. Ansonsten hier wirklich alles in Schwarz, rundum. Dann hier noch das Missglückte Welt-Logo aufgestickt, also sowohl hier als auch hier wirklich aufgestickt. Dann hier hinten Snapback-Verschluss, bedeutet man kann diese Cap natürlich dann individuell, größentechnisch anpassen, wie ihr das braucht für euren Kopf. Von innen sieht die Cap so aus. Was haben wir hier? Hier lesen wir 1323, also das Kürzel für Missglückte Welt, 13. Buchstabe M, 23. Buchstabe W, MW. Dann haben wir hier noch Orphan-Etikett, Missglückte Welt. Und was lesen wir hier noch? Distributed by Soul Food Music, 100% Polyester und Made in China. Grüße gehen raus. Ja, das ist die Cap, klassisches Snapback in Schwarz und Weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch das Sticker-Pack. Ich gehe davon aus, die Sticker sind alle ident. Ja, also wir haben hier diesen Orphan-Sticker im Hochformat, Schwarz und Weiß. Und wir haben hier, ich zähle das nochmal ganz kurz durch. Ja, tatsächlich 30 Sticker an der Zahl. Also, da habt ihr einiges an Material, um eure Wohnung, euer Zimmer oder generell so eure Umwelt und Umgebung damit zu verzieren. Ja. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Sticker-Pack, wie gesagt 30 Stück an der Zahl, Format und Motiv immer dieses hier. Dann Boxinhalt Nummer 2, die Snapback-Cap mit dem Schriftzug hier vorne und dem Logo auf der Seite. Der Patch in Schwarz und Weiß, quadratisch gehalten. Und natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 11 Tracks und diversen Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Orphan von Swiss und die anderen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Swiss und die anderen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.